Heute geht die Reise weiter mit Sternzeichen Löwe. Das ist das Sternzeichen, das was nach dem Krebs kommt. Und immer wieder, wenn Sie meine vorherige Video nicht gesehen haben, geht es zuerst mit der Platzierung des Bildes. Das können Sie mit Lineal so erstmal einordnen. Vielleicht haben Sie auch einen Block, der die richtige Größe hat. Es gibt auch solche Postkarten, das wollte ich euch zeigen. Das könnte man auch auf so eine Postkarte auch was zeichnen. Hier ist zum Beispiel Sternzeichen Wassermann. Und so ist das bei diesen Postkarten sehr schön. Da hinten können Sie die Adresse schreiben, vorne malen. Da müssen Sie nichts ausschneiden, gleich auf die Karte zeichnen. Und ich mache das in meinen Blog, damit da alles sehr schön sieht. So, und heute, wie gesagt, die Löwe. Wie ihr seht, hier ist das in rechte Ecke ganz kleine Element von Löwe Sternzeichen. Und hier bei der Löwe habe ich auch entschieden, ich zeichne Kopf von der Löwe. Und wie gesagt, bei diesen Sternzeichen ist das so große Möglichkeiten. Ich könnte kreativ sein. Ich zeige euch nur die Richtung und ihr könnt sie das, die Technik weiter für sich entdecken. So, ich zeichne in rechte Ecke, ich fange mit dem Bleistift mit kleinen Zeichnungen, der Element von der Löwe. Das ist praktisch Halbkreis runter. Dann geht es nach oben, das ist so wie ein kleines Bogen. Und dann geht das Element nach unten. Bei diesem Bild habe ich den Element größer gemacht. Und dann ungefähr werde ich das eindeuten, wo kommt Gesicht von der Löwe. Das ist dann praktisch hier wie ein kleines Oval. Wenn das Bild fertig ist, können Sie die ganzen Bleistiftelemente wegradieren, aber Sie sollten warten, bis das Ganze ganz gut getrocknet ist. Ich würde sagen, hier kommen dann vielleicht ein paar Elemente. Wo kommt die Nase von der Löwe? Das kann man so ein bisschen einordnen. Das ist ungefähr in die untere Teil des Gesichtes kommt die Nase. Das ist so wie ein Dreieck. Das könnte man eindeuten. Und die Form von Löwengesicht, das ist hier von Nase nach oben kommt ein Dreieck. Hier kommen dann die Augen. Mehr braucht er nicht. Der Rest macht die Farbe für euch selber. Dann nehmen wir unsere Acrylfarbe. Bevor wir die aufmachen, muss man die Farbe schütteln, weil die Farbpigmente setzen sich unten und wenn wir das nicht schütteln, dann haben wir nicht so intensive Farben. Und ich fange heute mit dem Kopf von Löwe an. Die Teile in der Mitte, das würde ich wirklich mit Pinsel vorzeichnen und mit diesen, mit Pipette mache ich mir so die Mine von der Löwe. Hier mache ich ein bisschen mehr Farbe, damit es schöner fließt. Und vielleicht mache ich hier einen Klecks und hier einen Klecks und ihr werdet jetzt sehen, was passiert. Wenn die Farbe eingetragen ist, an manchen Stellen müssen Sie das ein bisschen mehr eintragen, damit die Farbe einfach wunderbar läuft in alle Richtungen. Und ich fange hier an, das ist hier die meiste Farbe. Ich nehme einen Strohhalm und ich puste das einfach in beliebige Richtung. Ich wollte, dass das Gesicht hier hell bleibt und nur die Farbe als Mine dann an die Seiten entsteht. So. Mit Strohhalm hat es nicht so ganz funktioniert. Dann puste ich das mit dem Mund. Wie ihr seht, viel interessanter. Hier ist die Farbe ausgetrocknet. Das kann ich dann noch nachfüllen, weil da wollte ich noch ein bisschen mehr. Oh, das wird jetzt mehr sein. Aufstehen, pusten. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Dann nehmen wir einen Tropfen von Farbe an eure Palette und den Rest malen wir mit der Pinsel. Wir nehmen eine dünne Pinsel, das ist die Nummer 1. Die Beschreibung von Materialien findet ihr in Beschreibung von Videos. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu formen. Was kann ich verwenden? Zum Beispiel, ich kann dieses Härchen nehmen und dann nach oben führen, dann kann ich hier eins noch dazu machen, dann kann ich Gesicht von Löwe so ein bisschen einordnen, wenn ich will. Hier würde ich das so lassen, hier habe ich ein kleines Klecks, dann würde ich jetzt noch dicker machen und dann auch
Ja, ich werde jetzt. Aber wenn man pustet, dann ist das schöner, als wenn man malt. Deswegen puste ich das wirklich. Verbindet sich so interessant. Und dann von anderer Seite. Zu Hause könnt ihr das Bild drehen. Das ist dann ab und zu einfacher. Und so entstehen so die Linien, die entstehen halt selber jedes Mal anderes. Und den Rest können wir mit Pinsel nachmalen. So entsteht die Mine links, rechts. Hier würde ich einen kleinen Schritt machen. Hier ist euer Gefühl, euer Geschmack ein bisschen nachgefragt. Wenn die Farbe schon gelaufen ist, können wir das Ganze verbinden. Und die Mine würde ich das jetzt hier so machen, das ist so ein bisschen so wie Krone. So ein bisschen zitterige Hand ab und zu ist nachgefragt. Hier würde ich auch ein paar Haare nach unten ziehen. Und jetzt geheimnisvolle Gesicht. Wir haben gesagt, hier kommt die Nase, ein Punkt. Ein dickeres, ein dünneres. Und hier sollten wir keine gerade Linien machen, alles so ein bisschen verspielt, alles ein bisschen locker, so eine Auge. Deswegen zeichnen wir vor so ein bisschen, damit die Augen an die richtige Stelle sitzen. So, man kann ein paar Linien auch noch dazu machen. Mehr würde ich jetzt nicht machen. Hier fällt mir eine Linie, damit so, denn der Löwe hat so Knochen hier und das ist hier so, könnte man dann das hier so vorzeichnen. Der Rest machen wir mit der Farbe. Und jetzt kommt noch der Mund. Das ist mit dünnem Pinsel, wie gesagt, das ist Nummer eins, ziehen wir eine Linie nach unten und dann wird ein leichtes Halbkreis gemacht, links und rechts. Und hier könnte man einen Punkt machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mehrere Punkte machen. Mir reicht das. Und der Element hier, wie wir sehen, da sind schon ein paar Haare in Element gekommen. Das finde ich toll und ich werde das wirklich als Ansatz nehmen. Und dann, wenn wir drucken, dann wird die Pinsel ein bisschen dicker und so entsteht, in Grafik ist das wichtig, dass wir mit dicken und dünnen Linien arbeiten, von dünn, bisschen drucken und dann loslassen. Dann ist diese Linie so schön schwungvoll, mit Spitze anfangen, bisschen drucken, loslassen. Und wenn das hier noch nicht dick genug ist, kann man das nochmal die Farbe nehmen, nochmal drucken, nach außen ziehen. Hier der Schluss. Und hier ist das wunderbare Verbindung entstanden zwischen Mine und Element. Das ist alles ineinander geflossen. Und in diesem Bild würde ich zum Beispiel Unterschrift an diese Stelle, an diese Ecke stellen und ihr könntet das so sehen, wo es das bei euch passt. Und 2023. Die Zeichnung ist jetzt fertig, dann muss das Bild trocknen, bis die Farbe überhaupt nicht glänzt. Das dauert ca. 15 Minuten. Sie können das auch föhnen, wenn Sie wollen, wenn Sie kein Geduld haben und wollen sofort mit dem Anmalen starten. Und wenn es voll getrocknet ist, geht es weiter. Und jetzt ist euer Bild vollständig getrocknet. Dann können Sie mit den Haaren drüber fahren, es ist da nichts geblieben und wir können mit der Farbe anfangen. Der Löwe ist das ein Feuerzeichen, deswegen würde ich für dieses ganz wunderbare Kreatur warme Farben benutzen. Wir sind von Welt von kalten Farben raus und da gehen wir in die Welt von warmen Farben. Ich nehme Cadmiumgelb, so einen Strich mit Wasser vermischen und dann können wir sehen, wie die Farbe sich entfaltet. Je mehr Wasser, desto heller wird die Farbe. Dann habe ich einmal Cadmium Orange. Auch so ein Strich und dann Farbe. Und dann, wie ihr seht, die Farben leuchten richtig. Und einmal einen roten Ton. Die Beschreibung von Farben findet ihr in Beschreibung von Videos. Wasser nehmen und dann runterfahren. Wie ihr seht, das ist der Karminrot,
der entfaltet sich ganz schön. Diese drei Farben habe ich mir ausgesucht. Ich empfehle euch auch, so eine Probe machen, damit ihr ungefähr weiß, wie die Farbpalette, was ihr benutzt, aussieht. Ihr könnt auch natürlich andere Farben nehmen. Und hier, die Löwe, ist das auch schon so ein bisschen größere Kreatur. Da würde ich auch mit Licht und Schatten arbeiten, wie bei Krebssternzeichen. Und hier würde ich aber euch zeigen, was passiert, wenn Licht von anderer Seite guckt. Das heißt, von links kommt Licht, von rechts die Schatten. Das heißt, diese Seite wird ein bisschen heller und hier arbeiten wir mit Schatten. In Aquarell fangen wir immer mit hellster Farbe. In unserem Fall ist das jetzt Cadmiumgelb. Und ich gehe wirklich so gezielt in ein paar Fensterchen mit meinem Gelb. Ich würde das hier auch so ein bisschen Gelb reinbringen. Und das ist erstmal die Farbe flüssig eintragen, ein bisschen intensiv, dann Pinsel abwaschen und dann zur Spitze ein bisschen rausziehen. Das ist so ein wenig wie die Sonnenstrahlen und nicht voll ausfüllen. Nach unten kann man das auch ein bisschen mehr ziehen. Und dann würde ich dann hier rein, in unteren Teil, ein bisschen orangene Farbe. Das ist so wie kleine Klecksen. Und wie ihr seht, auf der kapillaren Wege fließt die Farbe da, wo das noch glänzt, weiter. Das sind so typische aquarellige Effekte, die ich dann sehr mag. Und dieser Teil, der liegt so ein bisschen in Schatten, da würde ich minimal so meine rote Farbe schon benutzen, weil, wie gesagt, Feuerzeichen rot und hier dann auch. Dann entsteht hier kleine Schattierung und dieser Teil wird dann dunkler. Dann benutze ich dann hier so wirklich rot. Da vielleicht ein bisschen rot. Und weniger ist mehr. Bei dieser grafischen Arbeit braucht ihr wirklich nicht zu viel, nicht alles ausmalen, nur gezielt bei ein paar Stellen. Hier vermische ich gleich Rot mit Orange. Und ich überlege, ob ich da einen Strich weitermache. Doch, ich mache das jetzt. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser und die Mine geht einfach so ein bisschen weiter über die Element. Und hier füllt er sich mit hellerer Farbe. Und hier komme ich dann leicht ins Gesicht. Dann nehme ich ein bisschen Orange. Und wie ihr seht, wenn ich das unten mein Papier so ein bisschen nass gemacht habe, dann fließt die Farbe wunderschön rein. Hier, wie ich gesagt habe, Licht und Schatten. Diese Seite lasse ich weiß. Und hier, wenn ich hier so ein bisschen orangene Farbe nehme, dann werdet ihr sehen, wie das dann so rein in den Kopf reinspringt. Mit Spitze dezent eintragen und ein bisschen auf den Hals. So, fertig ist unsere Löwe.